Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Nochmal eine Begrüßung. Und so, ich hab's jetzt endlich mit Hilfe meines Bruders geschafft. Und wir haben den ersten Zauberfisch hoch. Und da unten steht auch schon Erfolg. Wir haben Erfolg erzielt. Außerdem finde ich das jetzt so ein bisschen seltsam. Nimmt. Lalalala. Und den Zaubertisch, den können wir immer gebrauchen. Den werden wir oft gebrauchen, deshalb würde ich sagen. Na, warte mal. Wir können es auch einfach so machen. Der hier oben drauf. Der kommt in die Mitte und der kommt hier. So, schon haben wir den heiligen Zaubertisch. Juhuhuhuhuhu. Kann man sich richtig freuen. So, können natürlich nur mit Lapis Lazuli verzaubern. Das macht aber nichts. Wir werden uns jetzt erstmal einen schönen Keller errichten. Unter diesem Haus oder irgendwie einen Raum, wo wir das Nether-Portal aufstellen können. Hier oben wäre auch ganz interessant, ne? So hier ungefähr. Können es tatsächlich mal versuchen. Also, wir können es ja. Ist ja wegen der Schräge hier ein bisschen blöd. Müssen wir mal gucken. Drei könnten. Wir könnten tatsächlich höchstens. Ich mach's einfach mal. So. Der muss aber auch bestimmt hoch sein. Hab ich natürlich vergessen. Egal, wir brechen uns jetzt aber das Holz hier weg. Das, ja, damit muss das Haus jetzt klarkommen. So. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir werden es auf jeden Fall mal jetzt mal rausfinden. Haben wir hier irgendwo Feuerzeug? Feuerzeug? Irgendwo? Hier müsste eigentlich ein. Na gut, dann nehmen wir. Machen wir uns mal ein neues. Einen brauchen wir bislang. Das langt. So. Ein Feuerzeug langt. Auf jeden Fall. So, also wir haben Verzauberungstisch. Wir haben jetzt gleich, wenn das klappt, auch noch ein Nether-Portal. Und klappt's? Jo! Ho ho ho! Ho 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 ho! Yep. Und wir haben's Nacht. Das heißt. Tschüss. Also wir haben ja bald ein paar Zombie-Pigmänner im Haus, weil die kommen ja alleine ins Portal. Und ich möchte da in der nächsten Folge reingehen. Erst in der nächsten Folge. Ich wollte jetzt noch die Sachen zurücklegen. Ja. Hä? War hier. Chris. Okay. Ach, guck mal. Ach, geil. Wir haben neues Eisen. Rohstöffchen. Wir haben hier nochmal und hier. Und dann haben wir auch schon wieder 3 Stacks Eisen. Super. Huch. Gehen mal hier zu den Blöcken und tun hier wieder alles zurück, was wir hier haben. Der Dia.
Der Dia, der kommt hier hin. Der Dia, Dia, Dia. Dia, Mia. So, Blöcke kommt. Ah, Holz kommt hier rein. Und Werkzeuge kommen hier rein. Werkzeug, ich glaube, dazu können wir auch ein Feuerzeug zählen. Na, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Knochen können wir jetzt nochmal für die Wirtschaft, für die Landwirtschaft gebrauchen und das machen wir jetzt auch nochmal. Wir gehen jetzt nochmal nach oben zu unserem Bauernhofshaus und da werden wir dann nochmal kurz ein bisschen die Felder kahl machen natürlich. Müssen wir mal gucken. Nämlich das, was hier nicht so richtig gewachsen ist, dass wir das hier so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Bisschen Dünger hier rein. Die Maus ist aber auch schon wieder so drauf. Das ist schlimm. Das ist scheiße. So. 4 Stück. 2 Stück. 0. Hier hinten haben wir noch ein bisschen was. Gut, das macht jetzt nichts. Das ernten wir aber mit ab. Dann können wir auch bald die Kartoffel einpflanzen, die uns Christoph Kolumbus persönlich gegeben hat. Hier kommt dann das Kartoffelfeld hin. Kartoffel, 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 Kartoffel. Hört sich seltsam an. Ich würde jetzt nicht sagen Akzent oder so bayerischen Akzent, so Kartoffel. Ich würde es eher so, weiß nicht, fränkischen Akzent, ich weiß nicht. Ist mir auch relativ egal. So. Die Viehzucht ist jetzt auch dann bald dran. Ja, da müssen wir gucken. Wir haben jetzt noch gar kein Null. Kein einziges Hühnchen, kein einziges Tier. Ich weiß nicht, wie wir es letztes Mal geschafft haben. Irgendwie haben wir es geschafft. Aber okay, gut. Das ist jetzt halt so gelaufen. Da haben wir jetzt mehr Glück mit dem Weizen, so weil wir jetzt Karotten und sowas haben, aber jetzt nicht mehr so richtig erfolgreich mit der Viehzucht. Das ist jetzt halt so, macht aber nichts. Wir werden jetzt erstmal die Kartoffel in die Hand nehmen. Die Kartoffel. Eigentlich bräuchten wir noch eine Ho. Eine schöne Ho, 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 Ho. Eine Ho, Ho, Ho. Der soll das doch jetzt nicht essen. Hallo, nicht essen. Hallo, kannst du woanders essen? Oh, gut, dann iss. Dann iss doch von der leckeren Kartoffel. So. Das Brot kommt erstmal mit, das Redstone kommt wieder unten rein. Und dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes eigentlich für ein Gebäude bauen. Ich möchte hier natürlich noch eins hin haben. Am besten so ein bisschen auf dem Wasser oder so. Keine Ahnung. Achso, Lager. Also irgendwie ist die Maus heute ganz komisch drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Aber die ist ganz komisch drauf. Die ist sehr seltsam drauf. Die ist scheiße. Wir gehen natürlich gleich nochmal ins Nether. So. Und hier können wir natürlich dann auch bald verzaubern. Das wollte ich aber noch nicht jetzt machen. Jetzt möchte ich erstmal noch ein bisschen Diamanten farmen und ein bisschen Eisen, Diamanten. Und dann können wir mal gucken, was wir da so hochleveln können. Ganz ehrlich muss ich dazu sagen, ich habe eigentlich noch nie in meinem ganzen Minecraft-Leben verzaubert. Und ich muss das langsam lernen. Und das werden wir jetzt auch irgendwann mal hinbekommen müssen. Was ist das für eine komische Kirchenmusik? Und ja, also das mit dem Verzaubern, da bin ich echt überhaupt nicht gut drin. Das ist das Schlimmste, was ich überhaupt kann. Also verzaubern, das kann ich überhaupt nicht. Naja gut, okay. Ah, ja, kann ich lernen. Ist jetzt für euch auch nicht so schwierig, das denke ich mal. Aber okay, gut. Dann würde ich sagen, wir treten langsam die Folge geht jetzt bei euch langsam zum Ende. Für mich geht's weiter. Und zwar im Nether.